Moin, wir fahren heute zu der Frankfurter Festhalle. Wir sind jetzt gerade auch losgefahren und ich wollte euch mitnehmen und dann melde ich mich wieder, wenn wir da sind. Ciao! So, hier waren wir jetzt auch schon auf der Autobahn und haben auch Rast gemacht in der Raststätte Punktstadt. Und da habe ich mir ein Eis gekauft und dann waren wir auch schon an den Parkplätzen. Und dann waren wir drin und haben beim Sprung zugeguckt und da ist gerade Fee-Tasman geritten. Und dann könnt ihr da jetzt mal zugucken. Mein erstes Autogramm losgeworden und da habe ich mich echt drüber gefreut. Und dann sind wir auch rumgelaufen, haben meine Autogrammkarten ein bisschen abgegeben und dann kamen auch noch Fans, wo wir mit mir Fotos gemacht haben. Hier haben wir auch schon wieder Autogrammkarten abgegeben. Ja, dann nochmal ein Foto und ja. Hier saßen dann noch ein paar Fans. Dann ging hier auch schon die Dressur los und das war echt mega, mega Hammer, weil dieses Pferd, das war so, so Hammer. Das hatte so richtig Gänge und das war auch Ingrid Klinke und dieses Pferd, das ist einfach mega hammer geil und ich liebe das Pferd, weil das einfach so richtig geile Gänge hat und auch im Mitteltrab finde ich das Pferd mega, mega, mega geil. Noch gesprungen und das war auch mega, mega geil, weil dieses Pferd ist eigentlich auch mega, mega, mega gut gesprungen und hat auch so gesagt kleine Bocksprünge gelassen und das fand ich mega, weil er ist einfach so gut beim zweiten Mal jetzt auch gleich gesprungen. Das sieht so mega geil aus, wie er da gesprungen ist und ich fand es mega, wie der da gesprungen ist. Das sah so geil aus. Jetzt hat er auch ein paar Freudenböcke so gesagt gelassen. Und das war mal wieder mega. Und ja, ich finde dieses Pferd einfach mega. Dann habe ich noch Minibo getroffen. Hier habe ich eine Autogrammkarte gegeben. Dabei war auch noch Patrick. Und da habe ich auch noch auf meiner Autogrammkarte unterschrieben. Dann hat sie mir auch noch eine von ihr gegeben. Ich hätte jetzt neue und die sind mega, mega schön. Hier habe ich auch noch Patrick getroffen
Und dann war ich beim Red Bull Wüstenstand und hab gefragt, ob ich irgendwas kostenlos bekomme und hab halt erzählt, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Und dann habe ich kostenlos eine Schabracke bekommen. Danke, danke, danke für diese schöne Schabracke. Ich habe mich echt mega, mega, mega gefreut über diese Schabracke. Und ja, danke nochmal an Reichsbad Wüst nochmal für diese Schabracke. Und die ist einfach nur mega. Und ich finde die halt mega schön. Ich konnte mir auch aussuchen, was für eine Farbe. Hier seht ihr die nochmal leider nicht ganz, aber dann auch nochmal ein Sissi. Das sieht auch mega schön aus Sissi aus. Dann habe ich hier Christina von Christina und Rubino getroffen. Dann war ich beim Spooks-Stand und habe da auch das gleiche gesagt wie bei Reichsbad Wüst, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Und sie hat mich auch gefragt, wie viele Aufrufe ich bei meinen Videos so habe. Dann habe ich das halt gesagt. Und dann habe ich auch etwas bekommen. Und so habe ich dieses Stirnband von Spooks bekommen. Ihr seht das gleich nochmal von nahen, weil ich habe das auch nochmal für euch dann abfotografiert. Und das ist so, ja, so gesagt, halt rot. Und das steht Spooks drauf. Und das ist mega, mega schön. Zum Schluss habe ich mir dann noch eine Schabracke gekauft. Ich finde die Schabracke auch mega schön. Das ist eine von Eskadron aus einer Platinum-Kollektion in Rot. Die sieht einfach so mega aus, weil ich finde, sie steht rot auf. Die werde ich dann auch gleich ausprobieren und werde mal gucken, wie die aussieht. Aber ich finde eh, dass Rot Sissi sowieso gut steht. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, dann sage ich Bye!